Die Schweiz. Ein kleines Land in der Mitte Europas. Hervorgegangen aus Konflikten und Bürgerkriegen. Geeint und friedlich, erst nach Jahrhunderten. Wer sind die Menschen, die unsere Geschichte geprägt haben? Die liberalen Politiker kümmern sich einen Dreck ums Volk. Ihre eigenen Brieftaschen kümmern sich. 1847. Ein tiefer Graben spaltet die Eidgenossenschaft. Sie, Herr Sigvard Müller, werden noch in Ihrer eigenen katholischen Hölle schmoren. Die Einheit des Landes steht auf dem Spiel. Und Ihre Politik und Religion kümmern mich wenig. Konservative gegen Liberale. Ein Bürgerkrieg bricht aus. Der General sagt, Soldaten vom Sonderbund zügen unsere Brüder. Doch ein Mann steht wie ein Fels in der Brandung. Guillaume Henri Dufour. Wie ist es so weit gekommen? Die liberalen Kantone wollen einen Bundesstaat mit gleichen Gesetzen für alle. Die konservativen Kantone laufen dagegen Sturm und schließen sich zu einem Sonderbund zusammen. Das ist illegal. Die Liberalen mobilisieren die Armee. November 1847. Der Krieg tobt. Für General Dufour steht alles auf dem Spiel. Seine Truppen warten auf seine Befehle. Was plant Dufour? Wird es ihm gelingen, die Einheit des Landes wiederherzustellen? Was wissen wir von Oberst Ziegler? Blockiert vor Gislikon. Der Sonderbund hat sich auf einem Hügel verschanzt, der Grosser überzahlt. Ziegler will die Erlaubnis für einen Rückzug. Abgelehnt. Soll die Stellung halten? Der Artillerie geht Munition aus. Seine Lage ist aussichtslos, außer wenn er Explosivgeschosse einsetzen darf. Niemals setzen Truppen der Tagsatzung Explosivgeschosse ein. Niemals! Ihre Zerstörungen sind einfach grauenvoll. Wenn Gmür weiter vorrückt, ja, dann muss Oberst Ziegler die Stellung halten. Unter allen Umständen. Soldaten des gleichen Landes schießen aufeinander. Sie tragen die gleiche Uniform und sie haben die gleiche Rekrutenschule besucht. Was ist mit dem da? Explosivgeschoss! Herr Oberst! Heute Morgen eintroffen aus der Aarau! Weg mit den Kisten! Weg damit! Sofort! Zug auf Aarau! Ja, aber wir haben keine Kugel mehr! Der General sagt, die Soldaten vom Sonderbund zügen unsere Brüder! Weg damit! Oberst Ziegler ist konsterniert. Will dieser General, dass wir den Krieg verlieren? Dufour, der Chef der liberalen Truppen, will ein Blutbad verhindern und verbietet den Einsatz von Explosivgeschossen. Warum hat man einen Mann zum General gemacht, dem das Wohl des Feindes mehr am Herzen liegt als das seiner Männer? Auch im eigenen Lager ist Dufour heftig umstritten. Seine Gegner halten den feinen Herrn aus Genf für zu konservativ, zu weich und zu unentschlossen, um einen Krieg zu gewinnen. Wie kann Henri Dufour sich durchsetzen? Es ist nicht so überraschend, dass jemand wie der Dufour später General wird. Er war sehr breit interessiert, auch breit begabt. Mathematik, hat am Polytechnikum in Paris studiert. Allerdings hat er seine Karriere als Ingenieur in Genf angefangen. Kaum Ingenieur geworden, entwirft Dufour für seine Vaterstadt Genf kühne städtebauliche Pläne. Unterstützt wird er von seinem Freund James Fassi, einem Journalisten und radikalen Politiker. Unglaublich, Dufour. Diese Brückenkonstruktion wird Geschichte machen. Und ich werde als Erster darüber schreiben. Übertreiben Sie nicht, Fassi. Die Schweizer hassen die Angeberei. Wir sind Genfer, Dufour. Die paar Jährchen bei der Eidgenossenschaft machen aus uns nicht wirklich Schweizer. Doch, Fassi, wir sind es. Monsieur Maupin! Monsieur Maupin! Dufour, ich habe keine Zeit für Sie und Ihre Schnapsideen. Dank den Schnapsideen von Dufour sind Sie Vorsteher des Bauamts geworden. Aber zu welchem Preis? Meine Nerven sind am Ende. Mit meiner Idee könnten Sie berühmt werden. Maupin, der visionäre Politiker.
Ihm verdanken wir eine der ersten Brücken an Drahtseilen. Eine Brücke an Drahtseilen? Ja, Sie haben richtig gehört, Herr Vorsteher. Ich will die Brücke an Seilen aufhängen. An Seilen aus Stahl. Das ergibt doch keinen Sinn. Das ist so als... Hier. Ein kleines Experiment. Schon damals greift Dufour zu unorthodoxen Methoden. Sehen Sie, mit Hosenträgern hätte Ihre Hose jetzt gehalten. Und nun ersetzen Sie Hose durch Brücke und Hosenträger durch Stahlseile und schon haben Sie mein Prinzip begriffen. Ja. Ich wusste nicht, dass er keine Hosenträger hat. Diese verbohrten Konservativen. Sie haben ein Brett vor dem Kopf und verhindern jeden Fortschritt. Dufour grandit à Genève. Als Dufour zur Schule ging, gehörte Genf zu Frankreich. Und auch als Soldat diente er in der französischen Armee. Erst 1816 wurde er Schweizer Bürger. 2 Jahre nach dem Beitritt von Genf zur Eidgenossenschaft. Der 22-jährige Dufour ist in der napoleonischen Armee Offizier der Genietruppen und perfektioniert die Kunst des Festungsbaus. Napoleon hat die eroberten Monarchien in Republiken verwandelt. Sein Code Civil bringt allen Menschen Gleichheit vor dem Gesetz. In kaum 10 Jahren hat Napoleon halb Europa erobert, auch die Schweiz. Nach dem Sturz von Napoleon kehren die früheren Herrscher an die Macht zurück. Am Wiener Kongress 1815 stellen sie die alte Ordnung wieder her. Das Volk soll gehorchen und das Maul halten. Die Macht ist wieder bei den Herren von Gottes Gnaden. Und sie bestimmen auch das Schicksal der Schweiz. Die Großmächte wollen im Herzen von Europa ein unabhängiges Land. Eines, das zu keinem der großen Machtblöcke gehört. Ein neutrales Land. Neuenburg, Wallis, Genf kommen neu zur Eidgenossenschaft. Die Konservativen und die Feinde des Fortschritts übernehmen die Macht in fast allen Kantonen der Schweiz. Ein harter Schlag für Dufour und seine Freunde. Schauen Sie, was sich unsere Regierung wieder leistet. Meine Zeitung. Wir sind in einer Republik und frei. Trotzdem darf man nicht schreiben, dass 90% bei uns nicht wählen dürfen. Oh, ich habe Sie gar nicht bemerkt, Madame. Madame Dufour. Monsieur Fassi? Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen. Aber der Kampf für das allgemeine Wahlrecht hat mich blind gemacht. Ich kann mich nicht einmal mehr an den schönen Seiten unserer Stadt erfreuen. Aber lieber Fassi, ist es denn so schlimm, wenn nur die Reichen wählen dürfen? Was meinst du, Henri? Unser Ingenieur kümmert sich leider nicht um die Politik, Madame. Aber schauen Sie. Unsere Stadt, unser Land, unser Leben sind beherrscht von einer kleinen Minderheit. Ganz wichtig ist der Wohlstand des Volkes. Der wirtschaftliche Fortschritt ist der Schlüssel dazu. Interessant. Aber ohne gleiche Rechte für alle gibt es keinen wirtschaftlichen Fortschritt. Und deshalb müssen wir weiterkämpfen. Kämpfen für den Ausbau des Wahlrechts. Sie auch, Dufour. Wir müssen kämpfen, Seite an Seite. Dufour beginnt, sich als Ingenieur einen Namen zu machen. Er hilft mit, prestigeträchtige Bauprojekte zu entwickeln, wie das Palais Hénard. Selbst seine Gegner respektieren diese Leistungen. Und diese Hindernisse müssen wir niederreißen. Sie verhindern den Fortschritt und den Wohlstand aller Menschen. In Genf wie in der ganzen Schweiz. Ja, es stimmt. Ich spreche auch von Stadtmauern, die uns einengen und unsere Stadt erwürgen und die den Anschluss an die Eisenbahn verhindern. Diese Mauern müssen fallen und aus ihren Steinen erbauen wir neue Wohnungen und Gebäude, die unsere Stadt so bitter nötig hat. Ich bedanke mich. Es ist nicht das letzte Mal in seinem Leben, dass er Mauern niederreißt, um Brücken zu bauen. Die hast du im Sack. Jetzt kannst du vorwärts machen mit deiner Eisenbahn. Danke. Vielen, vielen Dank. La plupart des gens influents à Genève font partie. Fast die ganze Genfer Elite saß im Parlament. Dort kämpfte auch Dufour für seine Ideale vom technischen Fortschritt. Politisch war er eher liberal-konservativ und griff selten in die Debatten ein. Als Genfer Kantonsingenieur wirft Dufour das Bild der Stadt über den Haufen. Er beteiligt sich an der Entwicklung der Eisenbahn zwischen Lyon und Genf und
am Bau des Bahnhofs Cornavin. Die Seilbrücke von Saint-Antoine ist die erste ihrer Art in Kontinentaleuropa und schon bald eine weiterum bekannte Sehenswürdigkeit. Dufour hat die geniale Idee, das Prinzip Hängebrücke auf den Kopf zu stellen und seine Brücke von unten mit Drahtseilen zu stützen. An den Ufern des Genfer Sees will er mit Kehanlagen Land gewinnen. Wiederum ein kühner Plan, der sofort auf Widerstand stößt. Doch so schnell gibt Dufour nicht auf. Und heute ist es das teuerste Pflaster von Genf. Ein paar Jahre später werden die alten Stadtmauern abgerissen und neue Stadtteile entstehen. Bevor der Dufour Ingenieur geworden ist, hat er schon eine Militärkarriere hinter sich gehabt. Und zwar im Heer von Napoleon, also im französischen Heer, weil Frankreich seinerzeit Genf erobert hatte. In der Armee Napoleons hat Dufour das militärische Handwerk von Grund auf gelernt. 1819 gehört er zu den Gründern der ersten eidgenössischen Militärschule. Hier wirkt er als Instruktor und später als Direktor. Er engagiert sich für eine nationale Armee. Er lässt die Soldaten einheitliche Uniformen tragen und sie unter einer Fahne marschieren, dem Symbol für die angestrebte Einheit des Landes. Doch vergehen noch 15 Jahre, bis auch die Kantone das Schweizer Kreuz über ihren Wappen platzieren. In dieser Zeit gibt es in der Schweiz nicht eine Armee, sondern 25. Jeder Kanton hat seine eigene Armee mit eigenen Uniformen. In Thun gründet Offizier wie der Dufour die Schule der Nation und schließen dort Freundschaften fürs ganze Leben. Der Krieg ist das größte Übel, mit dem die Menschheit geschlagen ist. Deshalb ist Disziplin entscheidend für die Schlagkraft einer Armee. Sie darf aber nicht gründen auf der Angst vor den Vorgesetzten, sondern vielmehr auf einem tiefen Ehr- und Pflichtgefühl. Prominente Offiziersschüler aus ganz Europa lassen sich in Thun ausbilden. Unter ihnen Napoleons Neffe Louis Napoleon, später als Napoleon III., der letzte Kaiser von Frankreich. Dufours Ruf als brillanter Militärstratege dringt weit über die Landesgrenzen hinaus. Demonstrieren, nicht blessieren, so lautet einer seiner Grundsätze. Das heißt, militärische Stärke ist wichtig, aber das Ziel ist es nicht, den Feind zu vernichten. Er soll in eine so aussichtslose Lage gebracht werden, dass er von sich aus aufgibt. Wenn Sie nun dem Feind einen Boten schicken und Ihre Stellung verraten, was wird passieren? Mein Herr, was wird dann passieren? Na los! Was fällt Ihnen denn dazu ein? Herr Oberst, Revolution. In Paris ist die Revolution ausgebrochen. Mein Gott. In Paris steigt das Volk auf die Barrikaden und kämpft mit bloßen Händen gegen die Gewehre und Bajonette der königlichen Soldaten. Der revolutionäre Funke erreicht auch die Schweiz. Zuerst im Tessin. Schon nach einem Jahr haben die 11 bevölkerungsreichsten Kantone neue, liberale Verfassungen. Die alten Herrschaften stürzen eine nach der anderen. Das allgemeine Wahlrecht wird eingeführt. Veränderung hat es in den Kantonen gegeben. Dort ist die Landbevölkerung gleichberechtigt worden mit der Stadtbevölkerung, allgemeine Freiheitsrechte, zum Beispiel Pressefreiheit. Und man hat sehr viel Geld ins Bildungswesen investiert, Volksschulen und Universitäten. Auch in Genf fordert das Volk mehr Rechte. Die Radikalen kämpfen auf der Straße für mehr Demokratie. An ihrer Spitze James Fazi. Wir müssen kämpfen, Seite an Seite. Die konservative Stadtregierung gibt ausgerechnet Dufour den Auftrag, den Volksaufstand mit Militär zu unterdrücken. Was soll er tun? Aus eigener Erfahrung weiß er, was Gewalt bedeutet. Aber kann er das Kommando ablehnen und die Stadt der Anarchie überlassen?
Genève connaît de grosses turbulences politiques. Die politischen Wirren in Genf erschreckten die Eliten und brachten selbst Dufour zum Weinen. Wo ist Fassi? Er müsste doch auch hier sein. Zum Teufel mit Ihrem Fassi. Er will mit uns verhandeln. Verhandeln? Wenn man diesen Revolutionären den kleinen Finger gibt, nehmen sie die ganze Hand und schleppen uns direkt zur Guillotine. Ich bürge für ihn. Auf welcher Seite stehen Sie denn? Meine Herren, Ihre Arbeit hier ist beendet. Sie können nach Hause gehen. Genf ist in der Hand der Revolution. Ich beschwöre Sie, Fassi. Bringen Sie Ihre Leute zur Vernunft. Zwingen Sie mich nicht zu schießen. Sie setzen mir die Pistole auf die Brust. Ich will nur ein Blutbad verhindern. Die nationale Einheit ist auch uns beiden teuer. Und gibt es keine Revolution in Genf, kommt es nie zu einer liberalen Schweiz. Wir weichen nur der Gewalt. Da ist sie! Warum tun Sie das? Ich dachte, wir seien Freunde. Revolution und Freundschaft passen nicht zusammen. Bürger Dufour. Gott stehe unserer Stadt bei. Fassis Revolution fegt durch die Genfer Politik und macht vor keiner Amtsstube Halt. Die Straße ist in der Hand der Revolutionäre. Hey, ist das nicht Dufour? Hey Leute, da ist Dufour. Wohin, du Verräter? Oh! Verräter! Also bitte, meine Herren. Geht's ihm? Ja, los! Nicht schlecht, der Regierer! Das schön hier! Feuer hoch! Ah, hast du den Gang? Diese Ratte! Ja, ja! Feuer hoch! Los! Oh, mein Ärmster, du blutest ja. Oh, mein Gott. Oh, warte. Das tut doch bestimmt wahnsinnig weh. Bist du denn kein Arzt? Aber nein, woher denn? Was ist passiert, Vater? Wer hat das getan? Was wirklich weh tut, ist Enttäuschung, weißt du. War das ein Staatsstreich? Fassi? Hat er dir das angetan? Ja, er hetzt die Leute auf. Hab bloß keine Und Angst. Und euer Bündnis? Ihr braucht keine Angst zu haben. Es ist nichts, nichts, nichts. Dufours Einfluss auf die Politik stößt brutal an ihre Grenzen. Er zieht sich zurück und widmet sich einer anderen Aufgabe, an der er seit Jahren arbeitet. Die erste exakte Landeskarte der Schweiz. Etwas, das es bis dahin nicht gibt. Unermüdlich kämpft er für dieses Projekt. Die Kantone überzeugte mit dem Argument, dass diese Karte auch militärisch von höchstem Nutzen ist. Ein grandioses Werk, das später in ganz Europa berühmt und beispielhaft wird. Auch nach heutigen Maßstäben ein Meisterwerk. Die Dufour-Landeskarte der Schweiz. Die Berge zu vermessen, ist eine Herkulesaufgabe. Dufour und seine Mitarbeiter arbeiten wie besessen daran. Sie klettern auf die höchsten Gipfel, und sie nehmen die größten Risiken auf sich. Wenn das Geld aus den Kantonen wieder einmal ausbleibt, zahlt Dufour seine Arbeiter aus dem eigenen Sack. Zu seinen Ehren bekommt der höchste Gipfel der Schweiz den Namen Dufour-Spitze. Dufour hat sich stark engagiert für das Projekt, die für ihn zur nationalen Einheit und nationalen Identität hinführen sollte. Das war übrigens das erste Mal, dass die verschiedenen Kantone hier bei einem nationalen Projekt zusammengeschafft haben.
Allerdings stoßen die Vermessungsarbeiten nicht überall auf Wohlwollen. Dufour vom Eidgenössisch Topografischen Büro, mein Beileid, Herr... Sigvard Müller, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie auf fremdem Boden stehen. Entschuldigen Sie, wir führen Vermessungsarbeiten durch für die Landeskarte im Auftrag der Tagsatzung. Könnte ich mit dem Besitzer des Hofes sprechen? Der Herr Leut reiht seine Tochter zu Grab. Ah, das tut mir leid. Würde ich vielleicht später... Am besten, Sie gehen jetzt. Haben Sie nicht gehört? Wir brauchen Ihre Karte nicht. Wir haben den Heimweg immer noch selber gefunden. Ah. Meine Herren, ich bitte Sie. So, jetzt packen Sie Ihre Sachen zusammen und verschwinden von da. Wenn eine Seele zur ewigen Ruhe trägt, wird immer nicht hadern. Ueli! Sie sagen doch selber, wir müssen uns wehren gegen fremde Vögte, hey Leute. Aber nicht mit reinschlagen. Entschuldigen Sie, meine Männer sind rauche, aber gottesfürchtige Burschen. Alles Neue macht ihnen Angst. Mein Name ist Josef Loy. Josef Loy kommt aus einer einfachen Luzerner Bauernfamilie. Beseelt von einem tiefen katholischen Glauben, setzt sich Josef Loy für die einfachen Leute ein. Was er verdient, gibt er aus für gute Werke. Praktisch ohne Schulbildung ist er für seine Anhänger kein Politiker von dort oben, sondern einer von ihnen. Was wollen die Liberalen? Fortschritt, Industrie, Wohlstand. Das sind ein Geschenk vom Herrgott, sagen die Liberalen. Gottlose Parolen sind das. Und ich sage, das ist Teufelszeug. Sie sollen uns selber entscheiden, was das Beste ist für uns. Fortschritt, die Industrialisierung. Wem hat das etwas gebraucht? Einfache Menschen, wie euch und mir. Nichts, liebe Männer. Nichts hat es uns gebraucht. Die liberalen Politiker hocken auf ihren dicken Vödeln in ihren Polstersessel und kümmern sich einen Dreck ums Volk. Ihre eigenen Brieftaschen kümmern sie sich. Jawohl! Mit einem Programm, das vom Papst persönlich stammen könnte, stürzen sich Loy und seine Getreuen in den politischen Kampf. Die Konservativen, und zwar nicht nur Katholiken, sondern auch viele Protestanten, werfen den Liberalen vor, sie würden Atheismus und Materialismus einführen, vor allem auch in der Schule. Und das treibt die Leute sehr um und wegen dem kommt es zur Revolte. 1841 nimmt das Luzerner Stimmvolk eine neue, konservative Verfassung an. Sie hält fest, dass nur noch Katholiken wählen dürfen. Die Kirche triumphiert. Und die Liberalen fühlen sich provoziert. Die Aargauer Regierung klagt die Mönche an, sie würden das Volk gegen den Staat aufhetzen. In einer Strafaktion lässt sie alle Klöster schließen und ihre Güter einziehen. Mönche und Nonnen werden verjagt. Jetzt greift die Tagsatzung ein. Sie ist die oberste eidgenössische Behörde, eine Versammlung der Vertreter aller Kantone. Sie erklärt die Schließung für ungesetzlich. Wenigstens die Frauenklöster müssen wieder geöffnet werden. Die Feindschaft zwischen den beiden Lagern spitzt sich weiter zu. Euch Klöster müssen verschwinden. Was ihr macht, ist Verrat am Vaterland. Die Tagsatzung hat anders entschieden. Wer sind sie überhaupt? Ochsenbein, Ulrich. Generalstabsoffizier in der Schweizer Armee. Wir dulden nicht, dass sie aus der Schweiz was alles steht, vom Papst machen. Ganz schön frech, ihre Offiziere. Da sieht man die Folgen des liberalen Irrglaubens. Machen so weiter. Und es gibt Krieg, Herr Sigvard Müller. Hören Sie auf, die Tagsatzung zu kritisieren, junger Mann. Aber ihr seid doch auf unserer Seite, Monsieur Dufour. Ihre Ungeduld wird unser Land noch ins Unglück reißen. Dufour traut diesem hitzigen Offizier nicht. Ulrich Ochsenbein, ein Berner Radikaler, der noch eine große Rolle in der Politik spielen wird. Es kommt noch schlimmer. Die Luzerner Katholiken berufen ausgerechnet Priester des papsttreuen Jesuitenordens als Lehrer an ihre Schulen und reizen so die liberalen Kantone zur Weißglut. Wohin der Schatten eines Mönchs fällt, wächst kein Gras mehr, so schimpfen sie. Die Jesuiten sind wie eine Lunte.
Unser Land wird in Stücke gesprengt, wenn sie angezündet wird. Es ist ein politischer Konflikt. Die Liberalen wollen den Nationalstaat und für das brauchen sie eine neue Verfassung. Die Konservativen wollen die Kantonssouveränität bewahren, auch um ihre Religion zu schützen. Und darum wird die Religion der Gegenstand, der von beiden Seiten her die Extremisten aufbauschen. Es ist aber kein religiöser Bürgerkrieg. Was will Luzern mit dieser Provokation? Eine maßlose Gegenreaktion der Liberalen. Jetzt geht es im Sinne von Ulrich Ochsenbein weiter. 1844 zieht eine Truppe liberaler Hitzköpfe gegen die Innerschweiz. Sie scheitern kläglich. Nur drei Monate später organisiert Ochsenbein persönlich einen zweiten Freischarenzug. Mit 3500 Mann marschiert er gegen Luzern. Auch dieser zweite Freischarenzug endet mit einer blutigen Niederlage. 120 Menschen verlieren ihr Leben. Ochsenbein jedoch gelingt die Flucht. Dufour ist jetzt 60. Er will seine letzten Jahre im Kreis seiner Familie verbringen. Aber da ist diese Unruhe, diese Angst, dass die Schweiz auseinanderbricht. Bleib ruhig, Henri. Wie denn, wenn Ochsenbein wie ein wilder Ochse das Land verwüstet? Hat er die Freischaren nicht zurückgezogen? Die sind doch illegal. Ja, Annette. Aber hier in deinem Studierzimmer wirst du das Problem auf keinen Fall lösen, mein Lieber. Soll ich mich auch noch ins Getümmel werfen? In meinem Alter? Wer weiß. Warte, bis es schlimmer kommt und sie dich rufen werden. Dufours Ängste sind mehr als berechtigt. In diesem angespannten Klima schleicht sich mitten in der Nacht ein Attentäter in Lois Haus. Der katholische Führer ist sofort tot. Die Kugel trifft ihn mitten ins Herz. Aber nicht nur ihn, sie trifft die ganze Schweiz. Der Mörder ist ein armer katholischer Bauer. Er hat gehofft, für seine Tat von den Liberalen eine Belohnung zu bekommen. Man richtet ihn hin. Dabei hat er doch, wenn auch unabsichtlich, der konservativen Sache einen großen Dienst erwiesen. Und jetzt haben Sie Ihren Märtyrer. Der Ihnen das Recht verschafft, jede Abscheulichkeit zu begehen. Mit der eigenen Brieftasche kommen wir zu dir. Konstantin Siegwart Müller. Er ist es, der die Nachfolge von Josef Loy antritt. Und er ruft die Regierungsspitzen der konservativen Kantone nach Roswil. Ins Restaurant Rössli. Diese Versammlung muss unter allen Umständen geheim bleiben. Und sie schränken vor nichts zurück, auch nicht vor Mord und Totschlag. Lassen wir die gottlosen Liberalen weiter wüten. Dann überfallen sie morgen den Kanton Schweiz, Uri, Unterwalde, Zug, Zwallis und Fribourg. Was können wir dagegen unternehmen? Nur eine katholische Schutzvereinigung kann das Unglück noch verhindern. Auch wenn das heisst, dass die Eidgenossenschaft von jetzt an gespalten ist. Meine Herren, all das muss streng geheim bleiben. Es darf niemand davon erfahren. So gewinnen wir wichtige Zeit. Zeit? Für was? Sagen wir es so. Wir sind nicht allein. Diese mächtigen Freunde sind die ausländischen Erzfeinde der Liberalen. Die katholischen Monarchen in Frankreich und Österreich. Siegwart Müllers Ziel ist klar. Er braucht militärische Unterstützung für den Bürgerkrieg, den er provozieren will. Auch diese Geheimverhandlungen des Sonderbundes fliegen auf. Ein halbes Jahr später weiß das ganze Land Bescheid. Der Skandal ist perfekt. Aus einem nationalen Konflikt droht eine internationale Verschwörung zu werden. Und das ist die Stunde für Ulrich Ochsenbein. Der Anführer des illegalen Freischarenzuges ist inzwischen Präsident der Tagsatzung. Ruhe, meine Herren!
Der Sonderbund ist eine tödliche Gefahr für die Eidgenossenschaft. Darum müssen wir diesem Komplott ein Ende machen. Und wenn nötig, mit Gewalt. Sie, Herr Sigvard Müller, werden noch in Ihrer eigenen katholischen Hölle schmoren. Oh, mit Verlaub, Herr Präsident. Unsere Schutzvereinigung verstößt keineswegs gegen den Bundesvertrag. Ihre Schlaumeierei nützt Ihnen nichts. Diese Versammlung wird noch heute die Auflösung des Sonderbunds beschließen. Dann vergessen Sie nicht, Herr Präsident. Sie haben sich vor Luzern schon einmal eine blutige Nase geholt. Ihr Jesuitennest wird... Für die liberale Mehrheit der Tagsatzung ist das Verrat am Vaterland. Das heißt Krieg. Die Liberalen versuchen verzweifelt, die Katastrophe auf diplomatischem Weg abzuwenden. Aber die Sonderbundskantone bereiten sich zielstrebig auf den Krieg vor. Die Tagsatzung beschließt nach langen, zermürbenden Debatten, endlich zu reagieren und einen General zu wählen. Henri? Sie wollen mich als General. Aber das kann ich nicht annehmen. Du kannst nicht ablehnen. Mutter! Und seine Pflicht als Soldat. Wenn die Tagsatzung ruft, muss er gehorchen. Das bedeutet Bürgerkrieg. Kann man nicht mehr verhandeln? Dieses zeitgenössische Tollhaus entscheidet immer erst kurz vor dem Abgrund. Es gibt keinen anderen Weg, Annette. Der Krieg ist unvermeidlich. Die Tagsatzung hat ihren General gewählt. Es ist Oberst Dufour. Der Augenblick ist ernst. Dufour kommt widerwillig. Er spürt, dass sie ihn nicht aus echter Überzeugung gewählt haben. Bevor ich diesen Schwur ablege, was erwarten Sie denn von mir? Sie sollen das Kommando der Tagsatzungstruppen in einer Zahl von ungefähr 50.000 Mann übernehmen. Und mit den Kommandanten, die Kantone vorschlagen? Ich nehme diesen Auftrag nur an, wenn ich meine Offiziere selber bestimmen darf. Und Ihre Religion und Politik kümmern mich wenig. Es zählt für mich militärische Fähigkeit. Aber Herr General... General? Nein. Wenn der Kriegsrat mir seine Strategie aufzwingt, nein. Unter dieser Bedingung bin ich nicht euer General. Und außerdem, gerade als Patriot, weigere ich mich zu töten. Keinen meiner Brüder. Wenn er so viele Schwierigkeiten macht, wählen wir einen anderen, oder? Ist mir auch recht. Damit ist die Kandidatur Dufour erledigt. Was das Vaterland jetzt braucht, ist ein entschlossener Offizier. Ein wahrhafter Patriot. Ulrich Ochsenbein wäre gern selbst General geworden, doch seine Vergangenheit als Anführer eines illegalen Freischarenzugs steht ihm im Weg. Aber wer sonst? Eine Krisensitzung jagt die nächste. Erst nachts um drei fällt eine Entscheidung, diesmal vielleicht aus echter Überzeugung. Monsieur Dufour? Monsieur Dufour? Herein. Wir haben uns die ganze Nacht beraten, Herr Dufour. Der Rat ist mit Ihren Bedingungen einverstanden. Schwören Sie den Eid. Das ist Ihre Pflicht als Soldat der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Meine Herren, ich bin bereit, den Eid abzulegen. Aber unter einer letzten Bedingung.
wie bei der Tagsatzungstruppe Ordnung und Disziplin durchgesetzt werden, bestimme ich. Ich werde alles tun, die Übel des Krieges möglichst gering zu halten, weil ich weiß, dass ich Krieg gegen meine Landsleute führe. Es liegt mir am Herzen, keine schlimme Narbe zu hinterlassen im Land. Ich, Guillaume Henri Dufour. Dufour übernimmt das Kommando zu einem Zeitpunkt, wo andere Generäle längst kapituliert hätten. Der Sonderbund verfügt bereits über 80.000 Soldaten. Mit der Unterstützung aus dem Ausland könnten es schnell mehr als doppelt so viele werden. Am 4. November 1847 greift der Sonderbund am Gotthard an. Unter dem Kommando des protestantischen Generals Johann Ulrich von Salis-Soglio. Er will sich in der Lombardei mit den österreichischen Kräften zusammenschließen. Der Bürgerkrieg fordert seine ersten Opfer. Dufour ist von seinen Tessiner Truppen abgeschnitten. Die erste Siegesserie des Sonderbunds ist alarmierend, doch Dufour bewahrt ruhig Blut. Ich fordere von euch, dass ihr dem Land bis zum letzten Blutstropfen dient. Ihr werdet Hunger und Kälte ertragen müssen. Das Land verlangt Opfer von euch. Ich stelle daher unter euren besonderen Schutz die Kinder, die Weiber, die Greise und die Diener der Kirche. Wer seine Hand an Wehrlose legt, entehrt sich selbst, er befleckt seine Fahne und wird schwer bestraft. Ein General befiehlt seinen Soldaten, den Feind zu schonen, wohl einmalig. Um von einem Hauptquartier zum nächsten zu gelangen, muss Dufour große Strecken zurücklegen. In seiner Kutsche arbeitet er Tag und Nacht. Er legt großen Wert darauf, dass in seiner Armee Protestanten und Katholiken, Liberale und Radikale für die gleiche Sache kämpfen. Der Frontverlauf ist kompliziert. Dufour muss immer wieder durch das Gebiet des Gegners. Feindliche Kontrollposten sind eine ständige Gefahr. Manchmal gibt er sich als Oberst des Sonderbundes aus und wird durchgelassen, aber das funktioniert nicht immer. Ich werde als erstes Fribourg angreifen. Seine Überlegung ist, zum Sonderbund gehören 7 Kantone, aber einer davon, Fribourg, ist von den anderen isoliert und somit das schwächste Glied in der gegnerischen Kette. Fribourg ist überzeugt, dass wir von Bern herkommen. Also lassen wir eine Truppe auf dieser Seite vorstoßen als Ablenkung. Gleichzeitig und absolut geräuschlos postieren wir die Hauptmacht hier, hier und hier unter ihren Wehrtürmen. Aber bis sie von mir den Befehl zum Angriff erhalten, will ich nicht einen einzigen Schuss hören oder ich stelle sie persönlich vor das Kriegsgericht. Ist das klar, meine Herren? Am folgenden Tag bringen sich die Truppen der Tagsatzung in Stellung. 25.000 Mann warten ungeduldig auf Dufours Befehl zum Angriff. Fribourg verfügt über 3 Wehrtürme und 15.000 Soldaten. Dufours Truppen warten umsonst. Der General schreibt dem Kommandanten von Fribourg einen Brief. Monsieur, die Tagsatzungstruppen stehen vor ihren Mauern. Sie verfügen über 60 Geschütze, hinter ihnen starke Reserven. Die Katastrophe ist unvermeidlich. Ergeben Sie sich, sonst sind meine Truppen gezwungen, ein Blutbad anzurichten. Herr General, weiter der Fribourg wirklich unsere Stellungen verraten, unsere Truppenstärke? Sie erhalten von uns einen ganzen Tag Bedenkzeit. Sollen Sie über Ihr Schicksal entscheiden? Zu den Waffen greifen oder kapitulieren? Mon General, das ist nicht Ihren Ernst. Sie bringen das dem Kommandanten von Fribourg. Hopp, hopp! In seiner Antwort verlangt Fribourg einen weiteren Tag Bedenkzeit. Vielen Dank, Herr General. Dufour willigt ein. Aber das ist doch Wahnsinn, Mon General. Wir stehen kurz vor dem Sieg und Sie geben Ihnen noch mal einen weiteren Tag Waffenstillstand. Für was? Damit Fribourg seine Truppen verschieben kann?
Wir müssen jetzt angreifen. Sie sind eingekesselt und müssen sich ergeben. Danke, Oberst. Die Offiziere der Tagsatzung haben größte Mühe, den Waffenstillstand bei ihren Truppen durchzusetzen. Der Druck auf die Fuhr steigt. Viele wollen sich mit Ruhm bedecken, indem sie Blut fließen lassen. Ich hätte diesen unmöglichen Auftrag niemals annehmen dürfen. Auf was wartet ihr noch? Frisch ist abgelaufen. Der Waffenstillstand vorbei. Jetzt geben Sie den Befehl zum Angriff, Mon General. Noch eine Minute. Fribourg kapituliert! Dufours Truppen nehmen die Stadt ohne Blutvergießen ein. Seine Rechnung geht auf. Aber er hat keine Zeit, sich zu freuen. Er will sofort das Herz des Sonderboots treffen, bevor aus dem Ausland Verstärkung eintrifft. Das Ziel heißt Luzern. Die obersten Ziegler, Gmür und Donatz stoßen mit ihren Männern von Norden hervor. Die Truppen von Ochsenbein kommen von Westen. Die größte Gefahr für den Dufour ist, dass der Konflikt könnte länger andauern könnte. Das würde bedeuten, dass die ausländischen Mächte, Frankreich und Österreich, würden intervenieren würden. Und das hätte auch das Ende der Schweiz bedeuten. In der Nähe von Luzern bei Gislikon und Meierskappel kommt es zur Entscheidungsschlacht zwischen den beiden verfeindeten Schweizer Armeen. Mehrere 10.000 Soldaten stehen sich gegenüber. Wie soll Dufour den Feind im offenen Kampf besiegen, wenn er den Einsatz moderner Artillerie verbietet? Schütz Nummer 1, Feuer! Los, Mann, da! Hinter! Führer, Führer! Robert! Das ist die letzte Kugel gewesen. Immer noch ständig halten. Ständig halten, Befehl vom General. Ich bitte Sie beim Leben von meinem Mann. Befehlen Sie den Rückzug. Dann kämpfen wir mit dem Bajonett. Los, Aufgang! Für die Einheit vom Land. Trommel, wiederkommen. Nein. Los, Trommel aber sofort. Und vorwärts. Los, Gang. Meine Herren, der Weg ist frei, wir marschieren nach Luzern. Gmür steht in Gislikon und Ochsenbein schafft endlich den Durchbruch im Entlebuch. Und wissen Sie, was das Wichtigste ist? Er hat seine Truppe verboten, auf Unbewaffnete loszugehen. Ja, ein wirklich erstaunlicher Mann, dieser Ochsenbein, nicht? Am 22. November ergibt sich die Stadt Luzern praktisch kampflos. Der Bürgerkrieg ist vorbei, nach nur 25 Tagen. Die katholisch-konservativen Kantone sind besiegt. Die liberalen Bürger von Luzern heißen die Sieger willkommen. Ein Triumph für Dufour. Dank seiner humanen Kriegsführung sind nicht mehr als 100 Tote zu beklagen. Ein paar Wochen später versammelt sich das Luzerner Stimmvolk zur Wahl einer neuen Regierung.
Tagsatzungstruppen sorgen als Beobachter dafür, dass liberal gewählt wird. Sigvard Müller flüchtet ins Ausland, mitsamt der katholischen Elite und der Kriegskasse des Sonderbunds. Er wird in Abwesenheit wegen Hochverrats verurteilt. Bei einer Rückkehr droht ihm das Schafott. Nach der Niederlage von Luzern geben auch die anderen Kantone des Sonderbunds auf. Im Hotel Schweizerhof diktiert der siegreiche General den Vertretern der unterlegenen Kantone die Kapitulationsurkunden. Auch das ist für Dufour kein Grund zu triumphieren. Am Ende eines Bürgerkrieges gibt es nur Verlierer. Die Besiegten genauso wie die Sieger. Gut gemacht, Dufour. Aber der Kampf hat erst begonnen. Viel Glück, Fazi. Im Siegestaumel vergessen die Liberalen ihre Streitereien. Alle beglückwünschen den Mann des Tages. Danke. Wie konnte ich nur glauben, Sie wären nicht der Richtige? Es war der größte Irrtum meines Lebens. Ach, Herr. Mit Ihrer Zurückhaltung im Entlebuch haben Sie bewiesen, dass Sie ein großer Staatsmann sind, lieber Ochsenbein. Geben Sie mir die Hand. Dufour wird über Nacht zum Helden. Nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa. Allerhand Bilder und Figuren von Dufour schmücken bald viele Stuben des Landes. Dufour war ein großer Schweizer. Nicht nur, weil er einen Bürgerkrieg gewann, sein größtes Verdienst, es gelang ihm, Frieden zu schaffen. Guillaume-Henri Dufour ist endlich dort, wo er immer hin wollte: bei seiner Familie. Das ist der Hut von Großpapa, nicht? Das ist der Hut von Großpapa, klar. Ja, klar. Ich spiele hier Krieg. Ich bin ein General, genau. Trotzdem hört er nicht auf, sich zu engagieren. Zum Beispiel für einen jungen Mann mit einer Idee, die ihn begeistert. Der junge Mann heißt Henri Dunant. Er will eine Organisation ins Leben rufen, die sich um die Pflege von Kriegsopfern kümmert, egal auf welcher Seite sie gekämpft haben. Zusammen mit Dufour gründet Henri Dunant das Schweizerische Rote Kreuz. Aus dieser Idee wird ein weltumspannendes humanitäres Netzwerk, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mit Dufour als erstem Präsidenten. So findet sein ganzes Lebenswerk hier seine Erfüllung. Weil der Dufour gemässig war und den Krieg ohne großes Blutvergießen beendet hat, haben sich die verfeindeten Parteien relativ rasch wieder gefunden. Auf dieser Grundlage hat man der Bundesstaat von 1848 aufgebaut, der im Prinzip bis heute Gültigkeit hat. Und in dem unterscheidet sich die Schweiz von den anderen Ländern in Europa, wo die 48er-Revolution überall gescheitert ist. Nach diesem Bürgerkrieg, der das Land fast zerrissen hat, arbeiten die siegreichen Politiker unverzüglich eine neue, liberale Verfassung aus. Unter den Vätern dieser neuen Verfassung sind zahlreiche Persönlichkeiten, die später im ersten Bundesrat der Schweiz sitzen. Aus dem Staatenbund wird jetzt der Bundesstaat. Dieser erste Bundesrat handelt im Sinn von Dufour und nimmt auch auf die Bedürfnisse der Verlierer Rücksicht.
Alle Schweizer Männer bekommen das Stimm- und Wahlrecht. Das Land ist politisch geeint, dank Dufour und seiner umsichtigen Strategie. Er hat den letzten Bürgerkrieg auf Schweizer Boden gewonnen, als Sieger, der die Verlierer nicht demütigt. L'homme du juste milieu, der Mann der richtigen Mitte. Er war ein mittelmäßiger Schüler, der aber leidenschaftlich gern gezeichnet hat. Er war ein technisches Genie, Ingenieur und Erfinder, Kartograf und Förderer der Eisenbahn. Er baute Brücken über die Flüsse und über die Gräben des Landes. Eine neue, freie Schweiz ohne innere Grenzen, das war sein Traum. Doch neue Konflikte kommen auf das Land zu. Wirtschaftlicher Fortschritt heißt die nächste Herausforderung. Und auch dabei wird es Siege geben und Verlierer. Ist die Schweiz diesen Prüfungen gewachsen? In der nächsten Folge. Wir bauen den längsten Tunnel der Welt. Sieh, man muss große Ideen haben, Escher. Stefano Francini und Alfred Escher. Sie führten die Schweiz in die Moderne. 25 Millionen Verlust. Es geht ums größte Projekt seit dem Suezkanal. Ja, ja. Und der Gotthard kostet fast das Doppelte. Wenn wir jetzt nichts tun, dann haben wir den Glauben an die Zukunft verloren. In Luzern mit dieser Provokation. Eine maßlose Gegenreaktion der Liberalen. Jetzt geht es im Sinne von Ulrich Ochsenbein weiter. 1844 zieht eine Truppe liberaler Hitzköpfe gegen die Innerschweiz. Sie scheitern kläglich. Nur drei Monate später organisiert Ochsenbein persönlich einen zweiten Freischarenzug. Mit 3.500 Mann marschiert er gegen Luzern. Auch dieser zweite Freischarenzug endet mit einer blutigen Niederlage. 120 Menschen verlieren ihr Leben. Ochsenbein jedoch gelingt die Flucht. Dufour ist jetzt 60. Er will seine letzten Jahre im Kreis seiner Familie verbringen. Aber da ist diese Unruhe, diese Angst, dass die Schweiz auseinanderbricht. Bleib ruhig, Henri. Wie denn, wenn Ochsenbein wie ein wilder Ochse das Land verwüstet? Hat er die Freischaren nicht zurückgezogen? Die sind doch illegal. Ja, Annette. Aber hier in deinem Studierzimmer wirst du das Problem auf keinen Fall lösen, mein Lieber. Soll ich mich auch noch ins Getümmel werfen? In meinem Alter? Wer weiß. Warte, bis es schlimmer kommt und sie dich rufen werden. Dufours Ängste sind mehr als berechtigt. In diesem angespannten Klima schleicht sich mitten in der Nacht ein Attentäter in Lois Haus. Der katholische Führer ist sofort tot. Die Kugel trifft ihn mitten ins Herz. Aber nicht nur ihn, sie trifft die ganze Schweiz. Der Mörder ist ein armer katholischer Bauer. Er hat gehofft, für seine Tat von den Liberalen eine Belohnung zu bekommen. Man richtet ihn hin. Dabei hat er doch, wenn auch unabsichtlich, der konservativen Sache einen großen Dienst erwiesen. Und jetzt haben Sie Ihren Märtyrer. Der ihnen das Recht verschafft, jede Abscheulichkeit zu begehen. Mit der eigenen Brieftasche kommen wir dazu, jawohl! Konstantin Siegwart Müller. Er ist es, der die Nachfolge von Josef Loi antritt. Und er ruft die Regierungsspitzen der konservativen Kantone nach Roswil ins Restaurant Rössli. Diese Versammlung muss unter allen Umständen geheim bleiben. Und sie schrecken vor nichts zurück, auch nicht vor Mord und Totschlag. Lassen wir die gottlosen Liberalen an der Entwicklung der Eisenbahn zwischen Lyon und Genf und am Bau des Bahnhofs Gornavin.
Die Seilbrücke von Saint-Antoine ist die erste ihrer Art in Kontinentaleuropa und schon bald eine weiterum bekannte Sehenswürdigkeit. Dufour hat die geniale Idee, das Prinzip Hängebrücke auf den Kopf zu stellen und seine Brücke von unten mit Drahtseilen zu stützen. An den Ufern des Genfersees will er mit Kähanlagen Land gewinnen. Wiederum ein kühner Plan, der sofort auf Widerstand stößt. Doch so schnell gibt Dufour nicht auf. Und heute ist es das teuerste Pflaster von Genf. Ein paar Jahre später werden die alten Stadtmauern abgerissen und neue Stadtteile entstehen. Bevor der Dufour Ingenieur geworden ist, hat er schon eine Militärkarriere hinter sich gehabt. Und zwar im Heer von Napoleon, also im französischen Heer, weil Frankreich seinerzeit Genf erobert hat. In der Armee Napoleons hat Dufour das militärische Handwerk von Grund auf gelernt. 1819 gehört er zu den Gründern der ersten eidgenössischen Militärschule. Hier wirkt er als Instruktor und später als Direktor. Er engagiert sich für eine nationale Armee. Er lässt die Soldaten einheitliche Uniformen tragen und sie unter einer Fahne marschieren, dem Symbol für die angestrebte Einheit des Landes. Doch vergehen noch 15 Jahre, bis auch die Kantone das Schweizer Kreuz über ihren Wappen platzieren. In dieser Zeit gibt es in der Schweiz nicht eine Armee, sondern 25. Jeder Kanton hat seine eigene Armee mit eigenen Uniformen. In Thun gründet Offizier wie der Dufour die Schule von der Nation und schließen dort Freundschaften fürs ganze Leben. Der Krieg ist das größte Übel, mit dem die Menschheit geschlagen ist. Deshalb ist Disziplin entscheidend für die Schlagkraft einer Armee. Sie darf aber nicht gründen auf der Angst vor den Vorgesetzten, sondern vielmehr auf einem tiefen Ehr- und Pflichtgefühl. Prominente Offiziersschüler aus ganz Europa lassen sich in Thun ausbilden. Unter ihnen Napoleons Neffe Louis Napoleon, später als Napoleon III., der letzte Kaiser von Frankreich. Dufours Ruf als brillanter Militärstratege dringt weit über die Landesgrenzen hinaus. Demonstrieren, nicht blessieren, so lautet einer seiner Grundsätze. Das heißt, militärische Stärke ist wichtig, aber das Ziel ist es nicht, den Feind zu vernichten. Er soll in eine so aussichtslose Lage gebracht werden, dass er von sich aus... Die obersten Ziegler, Kmür und Donatz stoßen mit ihren Männern von Norden hervor. Die Truppen von Ochsenbein kommen von Westen. Die größte Gefahr für den Dufour ist, dass der Konflikt könnte länger andauern könnte. Das würde bedeuten, dass die ausländische Macht, Frankreich und Österreich, würden intervenieren und das hätte auch das Ende der Schweiz bedeuten. In der Nähe von Luzern bei Gislikon und Meierskappel kommt es zur Entscheidungsschlacht zwischen den beiden verfeindeten Schweizer Armeen. Mehrere 10.000 Soldaten stehen sich gegenüber. Wie soll Dufour den Feind im offenen Kampf besiegen, wenn er den Einsatz moderner Artillerie verbietet? Schütz Nummer 1, Feuer! Los, Mann! Hinter! Ziele! 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 Das war die letzte Kugel. Immer noch ständig halten. Ständig halten, Befehl vom General. Ich bitte Sie beim Leben von meinem Mann. Befehlen Sie den Rückzug. Kämpfen wir mit dem Bajonett. Los, Aufgang! Für die Einheit vom Land. Trommeln, wiederkommen. Nein. Los, Trommeln aber sofort. Und vorwärts. Los, Gang. Wir sind ein Tropfen! Der Film ist am Stern!
Meine Herren, der Weg ist frei, wir marschieren nach Luzern. Gmür steht in Gislikon und Ochsenbein schafft endlich den Durchbruch im Entlebuch. Und wissen Sie, was das Wichtigste ist? Er hat seine Truppe verboten, auf Unbewaffnete loszugehen. Ja, ein wirklich erstaunlicher Mann, dieser Ochsenbein, nicht? Am 22. November ergibt sich die Stadt Luzern praktisch kampflos. Der Bürgerkrieg ist vorbei. Nach nur 25 Tagen. Die katholisch 60. Er will seine letzten Jahre im Kreis seiner Familie verbringen. Aber da ist diese Unruhe, diese Angst, dass die Schweiz auseinanderbricht. Bleib ruhig, Henri. Wie denn, wenn Ochsenbein wie ein wilder Ochse das Land verwüstet? Hat er die Freischaren nicht zurückgezogen? Die sind doch illegal. Ja, Annette. Aber hier in deinem Studierzimmer wirst du das Problem auf keinen Fall lösen, mein Lieber. Soll ich mich auch noch ins Getümmel werfen? In meinem Alter? Wer weiß. Warte, bis es schlimmer kommt. Und sie dich rufen werden. Dufours Ängste sind mehr als berechtigt. In diesem angespannten Klima schleicht sich mitten in der Nacht ein Attentäter in Lois Haus. Der katholische Führer ist sofort tot. Die Kugel trifft ihn mitten ins Herz. Aber nicht nur ihn. Sie trifft die ganze Schweiz. Der Mörder ist ein armer katholischer Bauer. Er hat gehofft, für seine Tat von den Liberalen eine Belohnung zu bekommen. Man richtet ihn hin. Dabei hat er doch, wenn auch unabsichtlich, der konservativen Sache einen großen Dienst erwiesen. Und jetzt haben Sie Ihren Märtyrer. Der ihnen das Recht verschafft, jede Abscheulichkeit zu begehen. Mit der eigenen Brieftasche kommen wir zu dir, jawohl! Konstantin Siegwart Müller. Er ist es, der die Nachfolge von Josef Loi antritt. Und er ruft die Regierungsspitzen der konservativen Kantone nach Roswil ins Restaurant Rössli. Diese Versammlung muss unter allen Umständen geheim bleiben. Und sie schrecken vor nichts zurück, auch nicht vor Mord und Totschlag. Lassen wir die gottlosen Liberalen weiter wüten. Dann überfallen sie morgen den Kanton Schweiz, Uri, Unterwalden, Zug, Wallis und Fribourg. Was können wir dagegen unternehmen? Nur eine katholische Schutzvereinigung kann das Unglück noch verhindern. Auch wenn das heisst, dass die Eidgenossenschaft von jetzt an gespalten ist. Meine Herren, all das muss streng geheim bleiben. Es darf niemand davon erfahren. So gewinnen wir wichtige Zeit. Zeit? Für was? Sagen wir es so. Wir sind nicht allein. Diese mächtigen Freunde sind die ausländischen Erzfeinde der Liberalen. Die katholischen Monarchen in Frankreich und Österreich. Siegwart Müllers Ziel ist klar. Er braucht militärische Unterstützung. Ja, Annette. Aber hier in deinem Studierzimmer wirst du das Problem auf keinen Fall lösen, mein Lieber. Soll ich mich auch noch ins Getümmel werfen? In meinem Alter? Wer weiß. Warte, bis es schlimmer kommt. Und sie dich rufen werden. Dufours Ängste sind mehr als berechtigt. In diesem angespannten Klima schleicht sich mitten in der Nacht ein Attentäter in Lois Haus. Der katholische Führer ist sofort tot. Die Kugel trifft ihn mitten ins Herz. Aber nicht nur ihn. Sie trifft die ganze Schweiz. Der Mörder ist ein armer katholischer Bauer. Er hat gehofft, für seine Tat von den Liberalen eine Belohnung zu bekommen. Man richtet ihn hin. Dabei hat er doch, wenn auch unabsichtlich, der konservativen Sache einen großen Dienst erwiesen. Und jetzt haben Sie Ihren Märtyrer. Der ihnen das Recht verschafft, jede Abscheulichkeit zu begehen. Mit der eigenen Brieftasche kommen wir zu dir, jawohl! Konstantin Siegwart Müller. Er ist es, der die Nachfolge von Josef Loi antritt. Und er ruft die Regierungsspitzen der konservativen Kantone nach Roswil
ins Restaurant Rössli. Diese Versammlung muss unter allen Umständen geheim bleiben. Und sie schränken vor nichts zurück, auch nicht vor Mord und Totschlag. Lassen wir die gottlosen Liberalen weiter wüten. Dann überfallen sie morgen den Kanton Schweiz, Uri, Unterwalden, Zug, Wallis und Fribourg. Was können wir dagegen unternehmen? Nur eine katholische Schutzvereinigung kann das Unglück noch verhindern. Auch wenn das heisst, dass die Eidgenossenschaft von jetzt an gespalten ist. Meine Herren, all das muss streng geheim bleiben. Es darf niemand davon erfahren. So gewinnen wir wichtige Zeit. Zeit? Für was? Sagen wir es so. Wir sind nicht allein. Diese mächtigen Freunde sind die ausländischen Erzfeinde der Liberalen. Die katholischen Monarchen in Frankreich und Österreich. Sigvard Müllers Ziel ist klar. Er braucht militärische Unterstützung für den Bürgerkrieg, den er provozieren will. Auch diese Geheimverhandlungen des Sonderbundes fliegen auf. Ein halbes Jahr später weiß das ganze Land Bescheid. Der Skandal ist perfekt. Aus einem nationalen Konflikt droht eine internationale Verschwörung zu werden. Und das ist die Meine Herren, der Weg ist frei, wir marschieren nach Luzern. Gmür steht in Gislikon und Ochsenbein schafft endlich den Durchbruch im Entlebuch. Und wissen Sie, was das Wichtigste ist? Er hat seine Truppe verboten, auf Unbewaffnete loszugehen. Ja, ein wirklich erstaunlicher Mann, dieser Ochsenbein, nicht? Am 22. November ergibt sich die Stadt Luzern praktisch kampflos. Der Bürgerkrieg ist vorbei. Nach nur 25 Tagen. Die katholisch-konservativen Kantone sind besiegt. Die liberalen Bürger von Luzern heißen die Sieger willkommen. Ein Triumph für die Fuhr. Dank seiner humanen Kriegsführung sind nicht mehr als 100 Tote zu beklagen. Ein paar Wochen später versammelt sich das Luzerner Stimmvolk zur Wahl einer neuen Regierung. Tagsatzungstruppen sorgen als Beobachter dafür, dass liberal gewählt wird. Sigvard Müller flüchtet ins Ausland. Mitsamt der katholischen Elite und der Kriegskasse des Sonderbunds. Er wird in Abwesenheit wegen Hochverrats verurteilt. Bei einer Rückkehr droht ihm das Schafott. Nach der Niederlage von Luzern geben auch die anderen Kantone des Sonderbunds auf. Im Hotel Schweizerhof diktiert der siegreiche General den Vertretern der unterlegenen Kantone die Kapitulationsurkunden. Auch das ist für Dufour kein Grund zu triumphieren. Am Ende eines Bürgerkrieges gibt es nur Verlierer. Die Besiegten genauso wie die Sieger. Ah, gut gemacht, Dufour. Aber der Kampf hat erst begonnen. Viel Glück, Fassi. Im Siegestaumel vergessen die Liberalen ihre Streitereien. Alle beglückwünschen den Mann des Tages. Sie bringen das dem Kommandanten von Fribourg. Hopp, hopp! In seiner Antwort verlangt Fribourg einen weiteren Tag Bedenkzeit. Vielen Dank, Herr General. Dufour willigt ein. Aber das ist doch Wahnsinn, Mon General. Wir stehen kurz vor dem Sieg und Sie geben Ihnen noch mal einen weiteren Tag Waffenstillstand. Für was?
damit Freiburg seine Truppen verschieben kann. Wir müssen jetzt angreifen. Sie sind eingekesselt und müssen sich ergeben. Danke, Oberst. Die Offiziere der Tagsatzung haben größte Mühe, den Waffenstillstand bei ihren Truppen durchzusetzen. Der Druck auf die Fuhr steigt. Viele wollen sich mit Ruhm bedecken, indem sie Blut fließen lassen. Ich hätte diesen unmöglichen Auftrag niemals annehmen dürfen. Auf was warten wir noch? Frisch ist abgelaufen. Der Waffenstillstand vorbei. Jetzt geben Sie den Befehl zum Angriff, Mon General. Noch eine Minute. Freiburg kapituliert! Dufours Truppen nehmen die Stadt ohne Blutvergießen ein. Seine Rechnung geht auf. Aber er hat keine Zeit, sich zu freuen. Er will sofort das Herz des Sonderboots treffen, bevor aus dem Ausland Verstärkung eintrifft. Das Ziel heißt Luzern. Die obersten Ziegler, Gmür und Donatz stoßen mit ihren Männern von Norden hervor. Die Truppen von Ochsenbein kommen von Westen. Die größte Gefahr für den Dufour ist, dass der Konflikt könnte länger andauern könnte. Das würde bedeuten, dass die ausländischen Mächte, Frankreich und Österreich, würden intervenieren würden. Und das hätte auch das Ende der Schweiz bedeuten. In der Nähe von Luzern bei Gislikon und Meierskappel kommt es zur Entscheidungsschlacht zwischen den beiden verfeindeten Schweizer Armeen. Mehrere 10.000 Soldaten stehen sich gegenüber. Wie soll Dufour den Feind im offenen Kampf besiegen, wenn er den Einsatz moderner Artillerie verbietet? Schütz Nummer 1, Feuer! Soldaten des gleichen Landes schießen aufeinander. Sie tragen die gleiche Uniform und sie haben die gleiche Rekrutenschule besucht. Was ist mit dem da? Explosivgeschoss! Herr Oberst! Heute Morgen eintroffen aus der Aarau! Weg mit den Kisten! Weg damit! Sofort! Zug auf Aarau! Ja, aber wir haben keine Kugel mehr! Der General sagt, die Soldaten vom Sonderbund fügen unsere Brüder! Weg damit! Oberst Ziegler ist konsterniert. Will dieser General, dass wir den Krieg verlieren? Dufour, der Chef der liberalen Truppen, will ein Blutbad verhindern und verbietet den Einsatz von Explosivgeschossen. Warum hat man einen Mann zum General gemacht, dem das Wohl des Feindes mehr am Herzen liegt als das seiner Männer? Auch im eigenen Lager ist Dufour heftig umstritten. Seine Gegner halten den feinen Herrn aus Genf für zu konservativ, zu weich und zu unentschlossen, um einen Krieg zu gewinnen. Wie kann Henri Dufour sich durchsetzen? Es ist nicht so überraschend, dass jemand wie der Dufour später General wird. Er war sehr breit interessiert, auch breit begabt. Mathematik, hat am Polytechnikum in Paris studiert. Allerdings hat er seine Karriere als Ingenieur in Genf angefangen. Kaum Ingenieur geworden, entwirft Dufour für seine Vaterstadt Genf kühne städtebauliche Pläne. Unterstützt wird er von seinem Freund James Fazi, einem Journalisten und radikalen Politiker. Unglaublich, Dufour. Diese Brückenkonstruktion wird Geschichte machen. Und ich werde als Erster darüber schreiben. Übertreiben Sie nicht, Fazi. Die Schweizer hassen die Angeberei. Wir sind Genfer, Dufour. Die paar Jährchen bei der Eidgenossenschaft machen aus uns nicht wirklich Schweizer. Doch, Fazi, wir sind es. Monsieur Maupin! Monsieur Maupin! Dufour, ich habe keine Zeit für Sie und Ihre Schnapsideen.
Dank den Schnapsideen von Dufour sind Sie Vorsteher des Bauamts geworden. Aber zu welchem Preis? Meine Nerven sind am Ende. Mit meiner Idee könnten Sie berühmt werden. Maupin, der visionäre Politiker. Ihm verdanken wir eine der ersten Brücken an Drahtseilen. Eine Brücke an Drahtseilen? Ja, Sie haben richtig gehört, Herr Vorsteher. Ich will die Brücke an Seilen aufhängen. An Seilen aus Stahl. Das ergibt doch keinen Sinn. Das ist so als... Hier. Ein kleines Experiment. Schon damals greift Dufour zu unorthodoxen Methoden. Sehen Sie mit... Allerdings stoßen die Vermessungsarbeiten nicht überall auf Wohlwollen. Dufour vom Eidgenössisch-Topografischen Büro, mein Beileid, Herr... Sigvard Müller, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie auf fremdem Boden stehen. Entschuldigen Sie, wir führen Vermessungsarbeiten durch für die Landeskarte im Auftrag der Tagsatzung. Könnte ich mit dem Besitzer des Hofes sprechen? Der Herr Leut reiht seine Tochter zu Grab. Ah, das tut mir leid. Würde ich vielleicht später... Am besten, Sie gehen jetzt. Haben Sie nicht gehört? Wir brauchen Ihre Karte nicht. Wir haben den Heimweg immer noch selber gefunden. Ah. Oh. Meine Herren, ich bitte Sie. So, jetzt packen Sie Ihre Sachen zusammen und verschwindet von hier. Wenn eine Seele zur ewigen Ruhe trägt, wird man nicht hadern. Ueli! Sie sagen doch selber, wir müssen uns wehren gegen fremde Fakten, hey Leute. Aber nicht mit reinschlagen. Entschuldigen Sie, meine Männer sind rauche, aber gottesfürchtige Burschen. Alles Neue macht ihnen Angst. Mein Name ist Josef Loy. Josef Loy kommt aus einer einfachen Luzerner Bauernfamilie. Beseelt von einem tiefen katholischen Glauben, setzt sich Josef Loy für die einfachen Leute ein. Was er verdient, gibt er aus für gute Werke. Praktisch ohne Schulbildung ist er für seine Anhänger kein Politiker von dort oben, sondern einer von ihnen. Was wollen die Liberalen? Fortschritt, Industrie, Wohlstand. Das sind ein Geschenk vom Herrgott, sagen die Liberalen. Gottlose Parolen sind das. Und ich sage, das ist Teufelszeug. Sie sollen uns selber entscheiden, was das Beste ist für uns. Fortschritt, die Industrialisierung, wem hat das etwas gebraucht? Einfache Menschen, wie euch und mir. Nichts, liebe Männer, nichts hat es uns gebraucht. Die liberalen Politiker hocken auf ihren dicken Vödeln in ihren Polstersessel und kümmern sich einen Dreck ums Volk. Ihre eigenen Brieftaschen kümmern sie sich, jawohl! Mit einem Programm, das vom Papst persönlich stammen könnte, stürzen sich Loy und seine Getreuen in den politischen Kampf. Die Konservativen, und zwar nicht nur Katholiken, sondern auch viele Protestanten, werfen den Liberalen vor, sie würden Atheismus und Materialismus einführen, vor allem auch in der Schule. Und das treibt die Leute sehr um, und wegen dem kommt es zur Revolte. 1841 nimmt das Luzerner Stimmvolk eine neue, konservative Verfassung an. Sie hält fest, dass nur noch Katholiken wählen dürfen. Die Kirche... Aber lieber Fassi, ist es denn so schlimm, wenn nur die Reichen wählen dürfen? Was meinst du, Henri? Unser Ingenieur kümmert sich leider nicht um die Politik, Madame. Aber schauen Sie, unsere Stadt, unser Land, unser Leben sind beherrscht von einer kleinen Minderheit. Ganz wichtig ist der Wohlstand des Volkes. Der wirtschaftliche Fortschritt ist der Schlüssel dazu. Interessant. Aber ohne gleiche Rechte für alle gibt es keinen wirtschaftlichen Fortschritt. Und deshalb müssen wir weiterkämpfen. Kämpfen für den Ausbau des Wahlrechts. Sie auch, Dufour. Wir müssen kämpfen, Seite an Seite. Dufour beginnt, sich als Ingenieur einen Namen zu machen. Er hilft mit, prestigeträchtige Bauprojekte zu entwickeln, wie das Palais Hénard. Selbst seine Gegner respektieren diese Leistungen. Und diese Hindernisse müssen wir niederreißen. Sie verhindern den Fortschritt und den Wohlstand aller Menschen. In Genf wie in der ganzen Schweiz. Ja, es stimmt. Ich spreche auch von Stadtmauern, die uns einengen und unsere Stadt erwürgen und die den Anschluss an die Eisenbahn verhindern.
Diese Mauern müssen fallen. Und aus ihren Steinen erbauen wir neue Wohnungen und Gebäude, die unsere Stadt so bitter nötig hat. Ich bedanke mich. Es ist nicht das letzte Mal in seinem Leben, dass er Mauern niederreißt, um Brücken zu bauen. Die hast du im Sack. Jetzt kannst du vorwärts machen mit deiner Eisenbahn. Danke. Vielen, vielen Dank. La plupart des gens influents à Genève font partie. Fast die ganze Genfer Elite saß im Parlament. Dort kämpfte auch Dufour für seine Ideale vom technischen Fortschritt. Politisch war er eher liberal-konservativ und griff selten in die Debatten ein. Als Genfer Kantonsingenieur wirft Dufour das Bild der Stadt über den Haufen. Er beteiligt sich an der Entwicklung der Eisenbahn zwischen Lyon und Genf und am Bau des Bahnhofs Cornavin. Die Seilbrücke von Saint-Antoine ist die erste ihrer Art in Kontinentaleuropa und schon bald eine weiterum bekannte Sehenswürdigkeit. Dufour hat die geniale Idee, das Prinzip Hängebrücke auf den Kopf zu stellen und seine Brücke von unten mit Drahtseilen zu stützen. An den Ufern des Genfer Sees will er mit Kähanlagen Land gewinnen. Wiederum ein kühner Plan, der sofort auf Widerstand stößt. Doch so schnell gibt Dufour nicht auf. Und heute, nach dem Sturz von Napoleon, kehren die früheren Herrscher an die Macht zurück. Am Wiener Kongress 1815 stellen sie die alte Ordnung wieder her. Das Volk soll gehorchen und das Maul halten. Die Macht ist wieder bei den Herren von Gottes Gnaden. Und sie bestimmen auch das Schicksal der Schweiz. Die Großmächte wollen im Herzen von Europa ein unabhängiges Land. Eines, das zu keinem der großen Machtblöcke gehört. Ein neutrales Land. Neuenburg, Wallis, Genf kommen neu zur Eidgenossenschaft. Die Konservativen und die Feinde des Fortschritts übernehmen die Macht in fast allen Kantonen der Schweiz. Ein harter Schlag für Dufour und seine Freunde. Schauen Sie, was sich unsere Regierung wieder leistet. Meine Zeitung. Wir sind in einer Republik und frei. Trotzdem darf man nicht schreiben, dass 90% bei uns nicht wählen dürfen. Oh, ich habe Sie gar nicht bemerkt, Madame. Madame Dufour. Monsieur Fassi? Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen. Aber der Kampf für das allgemeine Wahlrecht hat mich blind gemacht. Ich kann mich nicht einmal mehr an den schönen Seiten unserer Stadt erfreuen. Aber lieber Fassi, ist es denn so schlimm, wenn nur die Reichen wählen dürfen? Was meinst du, Henri? Unser Ingenieur kümmert sich leider nicht um die Politik, Madame. Aber schauen Sie, unsere Stadt, unser Land, unser Leben sind beherrscht von einer kleinen Minderheit. Ganz wichtig ist der Wohlstand des Volkes. Der wirtschaftliche Fortschritt ist der Schlüssel dazu. Interessant. Aber ohne gleiche Rechte für alle gibt es keinen wirtschaftlichen Fortschritt. Und deshalb müssen wir weiterkämpfen. Kämpfen für den Ausbau des Wahlrechts. Sie auch, Dufour. Wir müssen kämpfen, Seite an Seite. Dufour beginnt, sich als Ingenieur einen Namen zu machen. Er hilft mit, prestigeträchtige Bauprojekte zu entwickeln, wie das Palais Hénard. Selbst seine Gegner respektieren diese Leistungen. Und diese Hindernisse müssen wir niederreißen. Sie verhindern den Fortschritt und den Wohlstand aller Menschen. In Genf wie in der ganzen Schweiz. Ja, es stimmt. Ich spreche auch von Stadtmauern, die uns einengen und unsere Stadt erwürgen und die den Anschluss an die Eisenbahn verhindern. Diese Mauern müssen fallen und aus ihren Steinen erbauen wir neue Wohnungen und Gebäude, die unsere Stadt so bitter nötig hat. Ich bedanke mich. Es ist nicht das letzte Mal in seinem Leben, dass er Mauern niederreißt, um Brücken zu bauen. Eine Brücke an Drahtseilen? Ja, Sie haben richtig gehört, Herr Vorsteher. Ich will die Brücke an Seilen aufhängen. An Seilen aus Stahl. Das ergibt doch keinen Sinn. Erlaubt. Hier. Ein kleines Experiment. Schon damals greift Dufour zu unorthodoxen Methoden.
Sehen Sie, mit Hosenträgern hätte Ihre Hose jetzt gehalten. Und nun ersetzen Sie Hose durch Brücke und Hosenträger durch Stahlseile und schon haben Sie mein Prinzip begriffen. Ja. Ich wusste nicht, dass er keine Hosenträger hat. Diese verbohrten Konservativen. Sie haben ein Brett vor dem Kopf und verhindern jeden Fortschritt. Dufour grandit à Genève. Als Dufour zur Schule ging, gehörte Genf zu Frankreich. Und auch als Soldat diente er in der französischen Armee. Erst 1816 wurde er Schweizer Bürger. 2 Jahre nach dem Beitritt von Genf zur Eidgenossenschaft. Der 22-jährige Dufour ist in der napoleonischen Armee Offizier der Genietruppen und perfektioniert die Kunst des Festungsbaus. Napoleon hat die eroberten Monarchien in Republiken verwandelt. Sein Code Civil bringt allen Menschen Gleichheit vor dem Gesetz. In kaum 10 Jahren hat Napoleon halb Europa erobert, auch die Schweiz. Nach dem Sturz von Napoleon kehren die früheren Herrscher an die Macht zurück. Am Wiener Kongress 1815 stellen sie die alte Ordnung wieder her. Das Volk soll gehorchen und das Maul halten. Die Macht ist wieder bei den Herren von Gottes Gnaden. Und sie bestimmen auch das Schicksal der Schweiz. Die Großmächte wollen im Herzen von Europa ein unabhängiges Land. Eines, das zu keinem der großen Machtblöcke gehört. Ein neutrales Land. Neuenburg, Wallis, Genf kommen neu zur Eidgenossenschaft. Die Konservativen und die Feinde des Fortschritts übernehmen die Macht in fast allen Kantonen der Schweiz. Ein harter Schlag für Dufour und seine Freunde. Schauen Sie, was sich unsere Regierung wieder leistet. Meine Zeitung. Wir sind in einer Republik und frei. Trotzdem darf man nicht schreiben, dass 90% bei uns nicht wählen dürfen. Oh, ich habe Sie gar nicht bemerkt, Madame. Madame Dufour. Monsieur Fassi? Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen. Aber der Kampf für das allgemeine Wahlrecht hat mich blind gemacht. Ich kann mich nicht einmal mehr an den schönen Seiten unserer Stadt erfreuen. Aber lieber Fassi, ist es denn so schlimm, wenn nur die Reichen wählen dürfen? Was meinst du, Henri? Unser Ingenieur kümmert sich leider nicht um die Politik, Madame. Aber schauen Sie. Unsere Stadt, unser Land, unser Leben sind beherrscht von einer kleinen Minderheit. Ganz wichtig ist der Wohlstand des Volkes.